Spiel vor geiler Kulisse. Wir haben uns mega gefreut, dass so viele gekommen sind und wir haben uns einfach voll reingehängt, haben uns an den Matchplan von unserem Trainerteam gehalten. Dann haben wir einfach Gas gegeben, haben nicht aufgehört Gas zu geben. Wir haben durchgewechselt, jeder der reingekommen ist mit derselben Energie. Niemand hat zurückgesteckt, alle für den anderen gekämpft und so kommt auch so ein Ergebnis zustande. Das Spiel geht eigentlich so los, wie wir es uns erhofft haben, dass wir die Partie eigentlich offen gestalten, mit Tempo hinten raus. Es stand relativ schnell 4-4, ich glaube noch 2 Minuten sogar schon. In der ersten Halbzeit ist es dann ausgeglichen geblieben, geht mit 15-13 in die Halbzeit für uns. Da waren wir sehr zufrieden mit und da haben wir uns eigentlich für die zweite Halbzeit vorgenommen, noch mehr Tempo zu gehen, mit unserer Breite im Kader. Dann Dankenberg so ein bisschen die Luft zu nehmen. Das hat überragend geklappt. Wir haben in der zweiten Halbzeit Zement angerührt in der Abwehr. Ich glaube, wir haben nur noch 6 Tore kassiert. Zwischenzeitlich, glaube ich, 15, 20 Minuten nur ein Tor. In der zweiten Halbzeit lief dann einfach alles. Ich bin mega stolz auf uns. Es war eine mega Leistung und darauf können wir aufbauen. Also ab der ersten Minute, am Anfang war es noch unentschieden, 2 vor, dann nach der Halbzeit sind wir davongezogen und wir wurden nach vorne gepeitscht, wie noch was. Und das ist das, was wir hier zu Hause brauchen und so können wir hier jeden schlagen.